Wir sind immer noch so ein bisschen voller Wehmut hier bei Starbound, weil wir nicht wissen, ob am heutigen Tage ist das, glaube ich, ne? Der Vibe dann. Ja, sollte heute eigentlich. Hoffen wir mal, dass er irgendwie alles da lässt, so wie es ist. Das ist ein seriöses Let's Play. Auf jeden Fall. Boah, jetzt habe ich Wasser getrunken und jetzt muss ich gucken. Na komm, hau raus, komm. Komm. Tschüss. Okay. So, wir sind auf dem Wüstenplaneten. Wie geil das hier aussieht. Pinkfarbene Wüstensand. Hey, guck mal im Hintergrund, die Felsen. Die sehen aus wie Onkel Gerd. Entschuldigung, fängt wieder gut an heute. Alter, was denn das für eine Palme? Geil, ey, die steht unter Naturschutz auf jeden Fall. Wattenstamm, ey. Die hau ich weg. Holz. Holz. Boah, hier kann man bestimmt gut farmen. Voll das Paradies. Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil da unten halt alles... Oh! Ach, hör auf, leck mich am Arsch, das ist doch nicht wahr. Komm mal nach links. Was denn? Hä? Weißt du, wie lange wir danach gesucht haben? Ja. Das ist echt unfair. Unfair! Unfair! So. Ach, Alter, ich habe keinen. Ja, aber den nehmen wir jetzt nicht auseinander, oder? Habe ich fast gar keine Lust mehr, den Knast jetzt auch noch auseinanderzunehmen, weil wir dann wieder diese ganzen Items mit uns dabei haben. Ja, ja, eben. Nee, wir laufen jetzt einfach durch und sammeln. Eindrücke. Genau. So. Da ist eine Waffe drin in der Kiste. Guck mal, duschen. Und Spiegel. Spiegel! Hi. Voll die Arme hier. Mist, ich bin hängen geblieben. Und an der Tür feststecken geblieben, ne? Ne, ja, ich bin außer die Treppe hochgelaufen. Boah, Alter! Boah, dass die auch Pixel dabei haben, das ist eigentlich krass. Ja? Ich finde hier gar nicht so viel. Guck mal, so 18 oder sowas. Aber der Menge, die wir gerade schlachten, macht sich das bemerkbar, oder? Ne, gar nicht. Obwohl, ich habe jetzt doch irgendwie schon 6000 Pixel, ich weiß aber nicht woher. Aua! Was machst du denn? Nur mal ganz kurz mich heilen. Huch. Oh, Entschuldigung. Hat die Waffe nicht bereit. Bei mir droppen die immer Waffen. Du hast Willald getötet. Willald? Boah, gerade den wollte ich ja besuchen, nicht töten. Ja, genau, das passiert mir auch immer, dass der automatisch die Treppen hochgeht. So, das war der Knast. Gab es nicht mal so eine Serie, Frauenknast? Kati Karrenbauer? Ja, genau, genau. Die mir den Fuckfinger am Anfang im Intro gezeigt haben. Ich fand die aber sympathisch. Kati Karrenbauer? Ja. Ja, auf jeden Fall. Die hat auch, glaube ich, durchs Dschungelcamp hat die, glaube ich, auch ihr Image ganz schön aufgebessert. Tatsächlich. Was? Das ist ja fast gar nicht möglich. Na doch. Ach, wir können uns gar nicht in den Planeten reingraben, weil wir gar keine Fackeln und nichts dabei haben. Ich hätte 32 Stück. Okay, hast du vorgesorgt? 1000 Holz, nee, das Holz habe ich ausgerechnet, das Holz habe ich weggelegt. Okay, das habe ich auch. Ach, guck mal hier, ein Schnippi. 6 Holz habe ich. Ja, du hast doch die Palme kaputt gehauen. Du hast doch Holz. Stimmt. Oh, wir sind fast tot. Sprech nur für dich selbst, ich bin unkaputtbar. Ich muss mal ganz schnell hier ein Heilding nehmen. Oh, die Kakteen sehen auch lustig aus. Ich komme gleich wieder. Was hast du denn gefunden? Ich habe, glaube ich, bin die Bandagen oben hier reingepackt. Oh. Oh. Wurdest du gerade... Bist du gerade... Gestorben? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Ach so, okay. Aber... So, hä? Was machst du denn dann? Ich bin hoch aufs Schiff und hab die Bandagen schnell geholt.
Ach so, dort? Ach ja, noch viel schlauer. Ja, 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 ja. Mist jetzt. Ich hab mal Holz mitgebracht. Sehr gut. Huha. Au. Oh, dieser Planet ist super. Der ist ja spitze, dieser Planet. Ich möchte mir direkt ein paar Torches machen, aber dazu brauche ich natürlich erstmal Woody Planks. Ich komme. Muss immer zwischendurch heimlich mal husten hier im Hintergrund. Ich mache mich da jetzt auch nicht immer weg. Nein, Unrefined Wood. Jetzt habe ich das alles in Holzplanken gemacht. Ich bin so doof. Hast du überhaupt noch Kohle? Nee, habe ich natürlich auch nicht. Habe ich alles auf dem Planeten gelassen. Deswegen konnte ich auch gerade keine Fackeln machen und habe den falschen Grund gesucht. Na, geil. Ich finde einen Blueprint und was ist es? Es ist immer Pulse Jump. Ich finde immer Pulse Jump. Ich möchte wetten, wenn der Wipe war, finden wir nicht einen Pulse Jump. Das kann sein. Und jetzt haben wir 50. Es könnte auch mal ein Dash sein oder sonst irgendwas. Nein, ich finde immer nur Pulse Jump. Mach hier gleich einen Pulsadern-Jump. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen rum, bis ich hier Kohle finde. Dann kann ich mal ein paar Fackeln machen. Hey, ich komme zu dir. Schade, dass es hier keinen Sonnenuntergang gibt. Wieso? Wolltest du ein Gedicht schreiben oder was? Tüdeldü, du tüdeldü. Also Wüstenplaneten sind echt super, wenn man farmen möchte übrigens. Ja, ich hoffe nur, dass wenn wir uns gleich runtergraben, da nicht irgendwelche Giftpfützen kommen, sonst kotze ich. Boah, alter Schwede, wow. Vorsicht beim Rumspringen, irgendwo wird hier eine Riesengrube plötzlich sein, wo vorher Sandfläche war. Was hast du wieder gemacht? Ich fürchte, ich habe mich aus Versehen runtergegraben und konnte nicht aufhören. Trinkst du gerade aus der Tasse? Nee, ich flüchte gerade vor Monstern. Achso, hat sie gerade so angehört, als würdest du in die Tasse rein machen. Weil du was trinkst. Huch. Ich habe ja so einen Mundschutz an. Ich habe ja so ganz schlimme Krankheiten. Ah, okay. Oh Mist. Jetzt wollte ich mich gerade wieder verstecken, aber jetzt wurde mir die Luft wieder knapp. Boah. So, ich bin gleich da. Hui. Oh, ich hab das Loch gefunden. Hallo! Hi! Guten Tag, oh, guck mal da unten. Alter, man kann ja super Rohstoffe abbauen. Ach, der Arme. Er hatte nie eine Chance. Oh, noch eine Technikkiste. Gravity Bubble Blueprint. Ich hab eine Gravity Bubble gefunden. Geil. Sofort lesen und anwenden vor dem Wipe, damit ihr auch ja nichts mehr bringt. Ja, ist eigentlich witzlos, was wir jetzt finden an den ganzen Sachen, weil wenn die Charaktere sowieso resettet werden, dann verlieren wir eh unsere Skills allesamt. Also wir haben es alles auf Video aufgehalten und können sagen, guck mal, was wir mal gefunden haben. Ach, das war geil damals. Weißt du noch, als wir noch Items hatten? Das, was ich hier finde, ist Copper, oder was? Hey, Kohle. Bist du in einem Copperfield? Oh. Hängt ja da drüben wieder im Kies rum, ey. La 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 la. Oh Gold, oh Kohle, oh, Kohle ohne Ende und Gold. Wie er sich jetzt sofort da reingräbt, dieser gierige kleine Roboter, ist ja widerlich. Mann. Wo habe ich denn mein Stacheldraht? Oh, Copper, hey. Oh, Kohle.
Pixel, die nicht mehr bringen. Die Wahnsinnigen. So, viel Spaß. Tschüss. Alter! Was denn? Bin eingegraben. Oh. Was willst du denn hier? Suchst du was? Ich hab gehört, wenn ich in der Nähe bin, gibt's immer Kristalle. Ach, was kommt denn mit diesem alten Hut? Das ist so 2013. Ach nee, nicht, ne? Ist das noch? Doch, das ist 2013 war das noch, die letzte Aufnahme, ne? Oder? Nee, Quatsch. War irgendwann am, keine Ahnung, 7. oder so? War irgendwann am 7. Nee, oder so. Am 6. Was? Wo hast du dich ja eigentlich hingegraben? Hier ist ekelhafter Cobblestone. Ich nehme hier oben die Abkürzung. Weil da noch Titan und Diamanten liegen. Ich bohre hier einfach mit meinem Roboterkopf durch. Hast einen Schwingkopf? Was leuchtet denn da so? Oh, es ist ein Endgegner. Was, ein Endgegner? Au, Alter! Oh! Mist, hast du die eingesammelt? Ja, ist eine Hardened Monster Blade. Ach, hier sind einfach Öllampen. Ah, hey, Glückwunsch. Hat sich gelohnt. Nein, die kann man nicht zerschlagen und Geld sammeln. Ich wollte die auch gar nicht zerschlagen. Wolltest du mich hauen? Oh. Wer da aufstöhnt wegen eines Diamanten? Boah, da drüben sind ganz schön viele Rohstoffe. Das ist eigentlich echt gefährlich, ne? Ja, weil die halt auch böse Schaden machen. Ja, da muss man echt aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen aus Versehen. Wir? Was? Huch. Wir? Ja, kaum findet er Rohstoffe, da baut er sich da rein. Das war schon so. Mit dem total sicheren Ding, wo man ewig braucht, um durchzukommen. Rosa-rote Sandblöcke. Oh geil, hier sind Rohstoffe. Ja, guck mal, da drüben links. Ach du Scheiße. Das ist so sinnlos gerade. Gemeinsam kommen wir hier viel schneller durch. Hier ist überall Titanium. Kristall? Das sind doch Diamanten, oder? Jo. Ich glaube, Kristalle gibt es wirklich nur in diesem einen Dingens, wo ich da letztens war. Ja, ich habe gelesen, das ist so ein Biom, so ein extra Biom dafür. Ah, okay. Okay, mach du da mal, ich gehe mal woanders hin, weil sonst, Ey, da oben ist Stroh. Stroh? Hol deine Maske. Wieso hast du denn da Stroh hingelegt? Ja, ich bück mich ja schon. Wo ist denn da Stroh? Ach da, Tatsache. Hm. Da kann man sich reinlegen, glaube ich, sogar und schlafen. Alles täuscht. Leg dich hin. Leg dich. Ich liege im Urin fremder Kreaturen. Wie sich jetzt das Stacheldraht rausholt. Nee. Ich wollte. Nee. Ja. Tobi, du musst gerade Rohstoffe sammeln. Ich bin ja hier verhindert. Ah, ja. Er sich hochhielt schnell, weißt du? Ja, hatte ich eigentlich vor. Dauert aber so lange, ne? Ja, beim Schlafen, das dauert ewig. Was wolltest du gerade machen eigentlich? Wolltest du mich einsperren? Nee. Ich hab nur mal geguckt, was ich denn so gesammelt habe. Nur mal geguckt. So kennt man dich ja. Du guckst ja nur mal. Erstaunlich wenig Kohle, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hab eine Karotte gefunden. Was machst du da oben? Ich kämpfe. Achso. Oh, was ist das denn? Sonst mache ich hier nicht viel. Hm? Was denn? Oh. Hier ist so ein Singens gewesen.
Ey, ich habe einen Tempel gefunden hier unten. Cool. Ich finde hier oben leider nur sehr viele Rohstoffe, die wir wahrscheinlich eh nicht brauchen werden. Die sammeln wir jetzt eigentlich schon wieder, weil der Planet sich so dafür anbietet, ne? Ja, ja. Ich glaube auch. Hat der Tempel was Interessantes? Wir haben ein paar Statuen, die wir schon haben. So eine Froschstatue. Ach, so ein Froschtempel wieder. Ja, ja, genau. Alter, 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 wie ich hier gerade abräume. Boah. Ich meine natürlich, nee, hier ist nichts. Ich glaube, das war es jetzt aber mit dem Abräumen. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. Boah, diese Wüstenplaneten sind echt super zum Looten. Ja. Dann ist das wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich vergleichbar mit so einem Teerplaneten, ne? Letztes Mal. Oder ist Teer noch krasser? Nee, also Sand ist das krasseste, muss man einfach definitiv sagen. Sand und Geröll, weil ganz ehrlich, da rutscht du durch und nimmst sofort alles mit. Das ist schon ziemlich geil. Ey, hier ist voll der Grafikfehler. Was denn? Hier ist so ein abgeschnittenes Wasser, das eigentlich runterlaufen müsste, aber es läuft nicht runter. Oh. Das sieht ja lustig aus. Da steht irgendwas Orangenes in. Ach, das ist eine Karotte. So, keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Ich fackel das mal aus. Oh, da oben. Ich brauche dringend mal. Ich muss mal. Habe ich rosa Erde? Rosa Erde. Hier unten kommt irgend so eine grüne Substanz, wo man drauf baut. Ich glaube, das ist aber auch nur Cobblestone. Oder grüne Erde gibt's ja auch. Nee, ist hart. Ist Cobblestone, glaube ich. Ist es Obsidian? Ist es Obsidian? Oh Gott. Na juhu. Gemeines Monster tarnt sich wie die anderen und dann weißt du nicht, dass es bösartig ist. Sah fast genauso aus wie die anderen Monster hier. Muss ein Verwandter von mir gewesen sein. Tarnst du dich auch immer? Und bist das sagst du ja immer. Ich bin ein blöder Roboter und könnt nix und wäre sehr aggressiv. Wie man ja merkt. Verschlagen auch noch. Verschlagen. Hilfe, Hilfe! Oh Gott. Was denn? Was denn? Ihr bricht gerade die Welt halb zusammen. Alter. Alter, ich hab. Ich hab den Planeten fast ausgehöhlt, aus Versehen. Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrab gerät. Oh Gott. Das ist mir ein bisschen schlecht. So, ich spring jetzt aber nicht hinterher, wo die Sandmassen dahin wandern. Hier liegt noch Gold. Hier sind schon wieder sau viele Kreaturen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist immer so geil. Du bist ja gerade im ZDF-Fernsehgarten. So. So. Da ist noch ein bisschen Kohle. Oh, den Pinöppel da kriege ich gar nicht. Wieso kriege ich den Pinöppel da nicht? Ach, Platin. Hallo, Platin. Oh, Diamanten. Also ganz ehrlich, hier durch diesen Planeten könnte ich mich stundenlang graben. Dann baust du eine Pyramide aus Sand. Sie wurden eingeladen, der Steam-Gruppe beizutreten, die Geiseln der Galaxis. Wieso die Geiseln? Das heißt die Geißel. Die Geißel ist was anderes. Das sind Leute, die etwas unterjochen. Der Unterjochen ist der Bruder vom Oberjochen. Kennst du den? Oh, ich wollte gerade schon sagen, die Geißeln sind wieder was anderes, aber ich hab's gelassen. Ja, ja, na gut. Hast du an die Dschungelcamp geguckt? Ja, ich weine auch gerade Tränen, dass ich es gerade nicht gucken kann. Aber ernsthaft, ne? Würdest du wirklich gerne gerade gucken, ne? Ich würde es auf jeden Fall gucken wahrscheinlich, ja. Man guckt's halt doch immer irgendwie. Ich habe bei der ersten Folge wieder eine Twitter-Runde gemacht. Ich muss sagen, die ersten Folgen gucke ich mir mal an. Ich kannte fast niemanden da. Echt nicht? Nee. Also ein bisschen kannte ich die schon. Mola kannte ich, dann diesen Jochen, diesen Moderator von Ruckzuck damals. Heißt er Jochen? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ich glaube, deswegen komme ich gerade, wegen Oberjochen. Und, hier die von RTL Samstagnacht, die ich nie lustig fand irgendwie.
die Tanja Schubert oder so heißt sie, glaube ich. Schumann, ja. Schumann hat mich immer an so einen aufgeschreckten Kakadu erinnert. Auch damals schon, ohne es böse zu machen. Die lustig waren, die sind eh rum, glaube ich. Ja gut, die habe ich nicht erlebt. Ich kenne sie nur von RTL Samstagnacht. Das war gemein. Nee, aber ansonsten, ja gut. Gut, diese Bachelor-Tuse, die kennt man halt auch irgendwie. Das verstehe ich sowieso nicht, warum sowas... Das ist aber gut, da halte ich mich mal bedeckt einfach. Ja, das Dschungelcasting fängt ja jetzt wieder an am Mittwoch, ne? Bachelor geht eine neue Runde. Ach stimmt, ja, stimmt. Ja, und Michael Wendler kennt man ja auch, ne? Der aber, ganz ehrlich, da muss ich mal eine Lanze brechen, der hat ganz souverän wie diese Prüfung da gemacht, diese erste, ne? Ja, ich glaube auch, wenn der alleine gewesen wäre, hätte er die ganzen Sterne geholt. Das glaube ich auch. Also der ist echt gut. Ja. Der ist vielleicht ein arroganter Knösel irgendwo. Aber Respekt. Ja, das stimmt. Ich bin irgendwie wieder in der Oberfläche gelandet. Ich weiß gar nicht warum. Was? Dann hole ich hier mal ganz kurz die Rohstoffe aus den Wänden. Also für Rohstoffe sollten wir uns dann wahrscheinlich doch Wüstenplaneten oder irgendwas suchen. Müssen wir mal gucken. Ja. Das ist für den Anfang, glaube ich, dann ganz gut, wenn wir unsere Dinger wieder auffrischen müssen. Genau. Und vielleicht auch mal ein paar Terraplaneten abfliegen, wo wir ja Koordinaten gekriegt haben. Da muss ich nur mal... Ich habe ja nur alle nicht aufgeschrieben, natürlich. Aber du bestimmt, ne? Natürlich. Klar. Ich habe ja Ehrensache. Alle Tabs mit jedem einzelnen Kommentar offen. Nebenbei. Ja, das habe ich mir schon was gedacht. Der Tobi macht sowas. Computer für. So. Ich muss mal kurz an den Tab-Computer. So. Silber, hui. Ja, hier finde ich gerade nicht so viel. Ich glaube, die Zeiten der großen Sandrutschen sind hier gerade erstmal vorbei. Ich buddel mich hier gerade durch den Untergrund. Ah, hier komme ich in die nächste Höhle rein. Hey, ich habe Platinum gefunden. Hey, ho! Hip-hop, 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 hooray! Okay, hier habe ich die nächste Sandhöhle, aber hier ist nichts drin, wie es aussieht. Hilfe! Ach doch, da ist Kohle und da ist noch ein bisschen Ohr. Naja gut, das ist auch egal. Du als durchweg informierter Mensch, du weißt doch bestimmt, was beim Starboard-Patch noch alles dazukommen soll, oder? Tolle Dinge. Ich komme doch gerade von einer Reise quasi, da weiß ich das doch gar nicht. Aber du warst doch die ganze Zeit hier, du hattest doch Zeit, dich zu informieren. Und du als engagierter Mitarbeiter der Playmassive, du bist doch sowieso immer engagiert und weißt, was los ist. Ja, auf jeden Fall. Bethesda sucht zum Beispiel Entwickler für Fallout 4, das habe ich gelesen. Ach stimmt, das habe ich auch gelesen. Das war aber auch schon das Einzige, was ich groß gelesen habe. Aber das und heißt, dass irgendwie einer GTA 5 in GTA 4 nachgebaut hat. Hast du das mitgekriegt? Mit der Mod, genau, das habe ich auch noch mitgelesen. Oh, das ist krass. Das finde ich aber auch. Der schafft das, was Rockstar nicht schafft auf dem PC. Das wäre mir an Rockstars Stelle auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Oh ja. Vor allem so gut auch noch. Ich hab's noch nicht in Action gesehen, als Video. Hast du das als Video gesehen oder nur als Screenshots? Nee, nur die Bilder halt. Aber wenn das so auf den Bildern stimmt, dann auch im Video, dann das... Was? Dann wär's wirklich ein bisschen peinlich, muss ich mal sagen. Ja. Weil dann brauchen sie auch keine neue Engine dafür, da großartig rumzupopeln. Wenn ein Mann alleine das schafft, oder war das Mod-Team oder war das einer alleine? Weiß ich gar nicht. Das habe ich auch nicht gelesen. Alter. Titanium-Ohr 20 Stück mal einfach hier im Sand gefunden. Sind mir einfach in die Tasche gerieselt, muss ich mal richtig abbauen. Und die Reise geht weiter. Ach, ist das schön. Ich mag die Planeten sehr gerne. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Zeug wir dann haben, wenn wir aufs Schiff zurückkommen. Können ja wieder ein paar Kisten aufs Schiff stellen. Da ist ja wieder Platz. Oh, weia. Vor allem müssen wir den ganzen Scheiß auch noch zurückbringen. Und dann da auch noch einsortieren. Ach ja. Stimmt. Und dann hoffen... Oh Mann, der Vibe, Alter. Alles, was wir hier machen, ist eigentlich sinnlos. Du bist doch ein Roboter. Tu doch was dagegen. Düdülü. Okay, jetzt werden wir doch nicht gewiped. So, viele wissen es ja nicht, aber der Tobi hat sich schon mal erfolgreich ins Pentagon gehackt. Natürlich, das war der Grund, warum ich dann bei der Playmassive aufgenommen wurde. Genau. Wir sind ja so ein Verein von Hackern und Crackern quasi. Ja, klar. Von ehemals. Also, falls demnächst mal ein paar größere YouTuber nicht mehr hochladen, dann wisst ihr warum. Wen hast du denn als nächstes auf dem Kieker eigentlich? Boah, ich hab mal geguckt, also
Insekten. Pete's Meat wäre ja schon interessant irgendwie. Ah, okay, okay, das ist sehr, sehr gut. Erpresst du die dann auch oder ist es einfach nur so? Zum Spaß, zum Sport sozusagen. Ja, ich wollte mal gucken, so Richtung Anonymous, die sind mir ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Die machen okay. Ja gar nichts groß dann. Naja, die warten auch immer, weißt du, das finde ich auch so ein bisschen, weiß ich, verstehe ich auch nicht. Also ein bisschen erpressen ist schon drin eigentlich. Bisschen erbrechen? Das auch. Okay. Huch, ich habe schon wieder so einen komischen Spiegel gefunden. Hä? Hier ist so ein komischer Spiegel in der Höhle. Was sagt er denn? Schlagzeilen, meinst du? Nee, da leuchtet ja so vor sich hin und dann kann man... Den kann man ja nicht abbauen irgendwie. Das wollte ich doch letztes Mal schon machen, das ging nicht. Aber der ist super selten. Ich frag mich nur, was genau macht der? Der verströmt auch so eine Gase und dann... Ach, so ein Teil. Ja, ja, doch, doch. Dann bist du, glaube ich, in der Nähe von so einem Tempel. Von so einem Affentempel. Ja, nach Affentempel, von so einem Froschtempel. Fresh-Tempel, von einem Fresh-Tempel. So, von Shirley Temple. Ich habe jetzt 5 Diamanten, nehme ich an mich. Und da, das lasse ich mal da. Uah. Hallo, Ruckel? Was ruckelt der denn hier so extrem? So, dann gucke ich mal, ob ich mich da irgendwie durchgraben kann. Also Froschstatuen und so müssen wir jetzt wirklich nicht mitnehmen, ne? Ich habe die auch liegen gelassen. Also stehen gelassen, besser gesagt. So, 6 Diamanten. Was das angeht, haben wir eh genug. Mir sind gerade 6 Diamanten auf den Kopf gefallen aus dem Sand. Oh. Ich führe schon ein anstrengendes Leben. Hä? Da ist noch so ein Spiegel. Warum? Warum? Ich verstehe nicht. Warum? Alter, das sind ganz viele Diamanten. Die hole ich mir, bevor ich den Spiegel aktiviere. Wenn ich überhaupt aktiviere. Warum soll ich ihn aktivieren? Ich weiß nicht, was der macht. Leben am Limit und so. Ja, gut, da habe ich nichts mit am Hut. Also vorhin habe ich einen Spiegel aufgemacht, da kam so eine grüne Suppe raus. Warst du vergiftet dann, oder was? Ja, ich stand zum Glück relativ weit weg von dem Scheißding. Ach so, ja, das geht mir aber auch mal so. Ich verstehe die Vorteile davon nicht. Ganz ehrlich, weil schnell laufen und so unter der Erde ist doch eh blöd. Ja, ich habe in den Kommentaren hat auch einer geschrieben, man kann sich diese Stimpacks, die wir haben, ne, diese Spritzen. Ja. Kann man sich irgendwie selbst geben und dann hat man auch irgendwelche Boni. Das habe ich auch gelesen. Das ist ja auch klar, sind ja Stimpacks. Liegt ja irgendwo auf der Hand, aber ich muss zugeben, ich hatte bis jetzt noch nicht sonderlich Interesse oder Bedarf, das zu machen. Ja, das stimmt. So, ich aktiviere mal den Spiegel, kommt eine gelbe Wolke raus. Yay. Wow, hat sich voll gelohnt. Trolled by Starbound Devs. Was ist das denn? Hier liegt Stroh. Hier liegt der Stroh rum. Ein Strohballen unter der Erde. Unterm Wasser, um genau zu sein. Was war das Grüne nochmal, meintest du? Das Grüne? Ja. Obsidian war das. Echt? Das geht so schnell weg hier. Ja, ich war auch überrascht. Beim Grün ist Obsidian? Hm. Habe ich so auch noch nicht, auf Diamant erlebt. So, jetzt hüpf! Hüpf! Alter, jetzt hüpf! Na, wie das nervt hier gerade. Vielleicht mache ich es mal einfach auf die klassische. So. Muss ich mal nebenbei wieder ein bisschen abhusten hier. So. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Rohstoffe wir inzwischen schon haben. Ja, noch kann ich was mitnehmen. Das ist immer für mich, noch der Finger zeigt, dass noch was geht. Ja, noch geht's bei mir auch. Und solange die Taschen noch nicht voll sind, sind die Hände leer. Was? So. Hey, Sand. Juhu. Ja, hier auch. Und 60 Pixel aus Geldkassetten. Noch ein paar mehr. Das hier sieht aus wie Silber. Na gut, dann nehme ich das mal mit. Obwohl eigentlich, das lohnt sich fast schon gar nicht mehr, das Silber auszugraben, wenn man hier die ganze Zeit Sandadern findet und dann die ganze Zeit auf die Rutschreise geht. Ja, ja, das stimmt. So, Kohle nehme ich trotzdem mal mit. So, da kommt schon die nächste Höhle, das ist doch angenehm. Ach. Hi.
Unter Wasser bauen ist aber irgendwie ein bisschen lame. So, ich mache hier gerade mal wieder den Sandregen. Oh, ich muss mal pinkeln. Gut, dass ich da jetzt rausgekommen bin, gerade aus der Suppe. Mit deinem Altöl da. So eine schöne braune Suppe. So. Tobi. Oh, Fackeln. Du bist ja jetzt schon längere Zeit in diesem Let's Play dabei, nicht wahr? Ja. Dann erzähl doch jetzt mal ein bisschen über dich. Lass die Leute doch mal was über dich wissen. Ich bin Roboter. Was sind denn deine Hobbys? Als Roboter hat man keine Hobbys. Da funktioniert man einfach. Nee, als Tobi jetzt. Guck mal, wir bringen das jetzt alles auf die persönliche Ebene. Willst du wieder persönlich werden, ja? Natürlich. Oh, Hobbys, ja. Boah, ist schwer, ne? Also ich gehe zum Beispiel gern mit dem Hund in den Wald. Bitte so, was? Als Kannst du das mal anders formulieren vielleicht? Warum? Ich gehe gern mit dem Hund in den Wald. Kannst du nicht einfach sagen, ich gehe Gassi? Oder ist das irgendwas Waldspezifisches, was man da jetzt wissen muss? Ja, ich gehe mal in den Wald, Gassi halt, ne? Ach so, okay. Also bei euch ist ein Wald in der Nähe oder nimmst du vorher noch den Bus? Nee, ist zum Glück in der Nähe. So 15 Minuten sind das, dann läuft man dahin. Aha. Und dann ja, ansonsten... Dann genießt du quasi auch die Natur. Genau. Man kommt ja sonst nicht so oft raus, wenn man halt so viel am PC arbeitet, sag ich mal. Ja, kenne ich. Sehr gut. Immer ein ganz guter Ausgleich dann. Und wie heißt denn der Hund? Der Hund heißt Amy. Amy? Mhm. Von Winehouse oder Undergrund? Oder, oder vom PC-Spiel, vom PlayStation-Spiel? Da kannst du dir aussuchen. Ich weiß gar nicht, wie sind wir auf den Namen gekommen. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt, weil er cool ist. Ich mag den Namen Amy. Ja, ich auch. Wobei ich ihn mit viel Alkoholismus halt verbinde. Wegen... Genau. Wegen der Winehouse oder was? Ja, vor allem Winehouse halt auch, weißt du? Achso, ja, okay, das verstehe ich. Aber wieso Alkoholismus? Ja, nee, ich glaube, das war nicht damals, dass wir dir den Namen gegeben haben wegen dieser Amy Winehouse. Ich weiß nicht, ich fand den Namen auch einfach schön. Ja, aber warum Alkoholismus? Wegen Amy Winehouse. Ach so, okay. Aber die hat ja, glaube ich, auch viele Drogen genommen und so, ne? Ja, klar. Ja. So war das bei der Amy. Ich fand's halt nur lustig, dass die dann halt auch Winehouse hieß. Das stimmt. So, huch, Sand. Hey, Platinium. Ja. Warst du gut in der Schule, Tobi? Ich hätte gut sein können, aber ich war sehr faul in der Schule. Man sagt nicht faul, man sagt, beschäftigt. Genau, oder leistungsorientiert, weil man selber weiß ja, was man später machen wollte und dann sieht man das Ganze vielleicht nicht mehr so als nötig. So habe ich das noch nie betrachtet. Ich muss es so betrachten, sonst müsste ich ja sagen, ich war faul in der Schule. Ach so. Aber eigentlich war ich nie faul, ich war eigentlich eher ein bisschen gelangweilt, muss ich zugeben. Ja, das kam auch noch dazu. Aber man hat halt so dieses typische, boah, Schule, Scheiße. Ja gut, das ist ja. Denkst du dir das auch manchmal bei deiner Arbeit? Nee, gar nicht irgendwie. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass einem die Arbeit halt Spaß macht, die man macht jetzt so hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich notiere das hier gerade mal in deiner Personalakte. Ach, schön. Ja, und angenommen, es ist Sommer und es ist ein besonders schöner Tag. Was tust du? Folgen hochladen. Schön, das ist ja auch schön. Und ist das ein geselliges Event oder ist das... Also manchmal fühle ich mich schon sehr einsam. Das finde ich sehr gut, weil bei mir gerade so Klaviermusik im Hintergrund plempert. So traurige. Vor allem dann, wenn der Tag gekommen ist, dass mein Spotify-Premium-Abo abläuft. Echt? Was? Wieso das denn? Ja, ich kaufe mir das immer nur für einen Monat und verpeile dann immer noch neu zu kaufen. Da wundere ich mich, wenn irgendwie kommt Musiklimit erreicht. Warum machst du denn kein Monatsabo? Also so ein automatisches Abo? Ja, weil das über Klarna geht und das ist so eine sehr suspekte Rechnungsfirma, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben will. Ja. Habe ich sau viel Negatives schon drüber gelesen. Ich weiß gar nicht, worüber das bei mir läuft. Ehrlich gesagt. Du hast dir so ein Jahresding gekauft, oder? Ja, so, genau. Kauf mir da immer selbst Geschenkkarten, muss ich ja mal sagen. Oh.
Stell mir den Tobi vor, wie er im Laden steht. Happy Birthday to me. Nee, das geht über zwei E-Mail-Adressen halt so, aber ich kaufe mir halt immer selbst Geschenkkarten. Ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Oh, du Armer. Aber ich kann es anders nicht kaufen, geht nicht anders. Oh. Auf welche E-Mail-Adresse läuft denn dein Spotify-Account? Sag ich nicht. Warum denn nicht? Na, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich auf der PlayNation-E-Mail-Adresse bald echt Probleme. Ach ja, ach, ich vergesse ja, 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 es ist ja, das Heideltraut-Telefonnummern-Prinzip. Oh, Alter, was mache ich denn da? Ich habe gerade voll das Loch oben in den Planeten reingerissen. Ich bin wieder an der Oberfläche, wo jetzt ein großes Loch klafft, weil ich unten kurz mal Sand angestipst habe. Bist du immer so schnell weg? Man könnte meinen, du suchst nicht die Gesellschaft zu mir. Doch, schon, aber ich plausche doch gerade. Traurige Klaviermusik hier einbauen. Ich plausche doch hier gerade. Ist auch echt gerade so deprimierende, also so traurige Musik. Ja, bei mir auch. Manchmal, wenn ich Folgen hochlade, bin ich einsam. Und dann sitze ich im Schnitt und warte einfach nur und schaue dem Balken zu, wie er sich langsam auf 100% hochquält und denke mir, das ist dein Leben. Du wartest, bis der Balken sich auf 100% hochquält. Und dann drückst du auf Cancel und alles ist vorbei. Und manchmal, wenn ich warte, bis der Balken bei 100% ist, frage ich mich, warum haben wir nicht bei Clipfish angefangen? Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt. Clipfish, habe ich früher immer belächelt, muss ich sagen. Ja, stimmt. Oder mein Video halt. Aber die Server bei YouTube sind teilweise echt, also was das Hochladen angeht. Ja. Also ich muss sagen, ja, mein Video habe ich auch belächelt, aber ich muss immer sagen, Clipfish war für mich tatsächlich immer so ein bisschen, ich fand den Domain immer, also wieso Fisch, wieso, ich habe es nie verstanden. Ja, stimmt, ja, ja. Das ging immer an mir vorbei. Und als dann RTL... Das überhaupt noch? Ja, ja, das hat auch RTL gekauft dann und dann der Daniele Rizzo ist da zum Beispiel auch. Ach, der Daniele Rizzo. Ja, ja. Hat ja Geburtstag gehabt, ne? Ja, ja. Übrigens ganz viele herzliche Glückwünsche. Eigentlich, genau. Ich war ja eingeladen zur Party. Das war ein Tag genau nach der Landung sozusagen. Und es ging einfach nicht. Ich konnte nicht hingehen. Es tut mir furchtbar leid und ich habe es auch noch verpennt. Also gleich ja, sei froh, weil dieser Sarazar war auch da. Das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch nicht hin. Der ist aber überall, ne? Dieser Sarazar ist ja, überall. Ja, ja, schlimm. Wo sich irgendwelche Z-Promis rumtreiben, ist der Sarazar immer dabei. Vor allem kaum riecht so ein bisschen nach Spirituose, ist er sofort da. Ja, das auch. Wahrscheinlich ist er auch derjenige, der nach Spirituose riecht. Oh. Nein, nein, nein. Das ist ja alles nur Spaß. Hasst ihr euch wirklich? Oh, wo komme ich denn da hin? Da leuchtet alles. Oh, hey. Hm? Die aggressiven Viecher, die von oben runterfallen und sofort auf einen losgehen. Stiefmütter. So, komme ich da hin? Jawohl, jawohl. Weißt du, jetzt bin ich wieder an der Oberfläche und du bist wieder drin. Ja. Du bist eben mehr so der oberflächliche Typ. Ey, warst du schon da oben in dem Feuer gewesen? In dem Häuschen? Da ist ein Roboter drin in dem Häuschen hier. Nee, war ich noch nicht. Ich bin... Hä? Wieso bist du hier lang gekommen? Du hast ja überall Fackeln hinterlassen, aber hast die Rohstoffe gar nicht mitgenommen im... Nee, alles habe ich nicht mitgenommen, nee. Was? Ich meine, hier ist sogar Kies ohne Ende und du hast ihn nicht mal durchforstet und da unten ist... Alter, da unten ist ein riesiger Vorrat an Silber. Naja, immerhin. Ich habe die für dich gelassen, dass du auch Rohstoffe sammeln kannst. Das ist total lieb von dir. Was hast du denn heute zu Mittag gegessen? bei uns gab es heute Hähnchenschenkel. Hähnchenschenkel? Köstlich. Mit einem, mit so leckerer, knuspriger Haut. Oh ja. Boah, geil. Aber das ist eigentlich Gift, wenn man auf Diät ist. Aber egal. Ja, aber weißes Fleisch darf man doch, dachte ich. Ja, aber die Haut nicht. Wieso bist du auf Diät? Bin ich doch schon seit der letzten Aufnahme, habe ich das doch auch erzählt. Ja, aber ich habe nie gefragt, wieso. Ja, einfach so. Ach so. Das ist... Man halt ein bisschen zu viel auf den Rippen und das muss runter. Ja gut, das kenne ich gut, das kenne ich gut. Vor allen Dingen nach Weihnachten und so, das ja, sagen. Genau. Es ist eine Last einfach. Ja, 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 ja. Hähnchenschenkel. Was isst du denn am liebsten, Tobi? Hm? Sag doch mal.
Boah, ist schwer. Das wurde mir auch bei Twitter und Facebook, werde ich das öfter mal gefragt. Ich habe eigentlich gar kein Lieblingsessen in dem Sinn. Was isst du denn am liebsten? Das ist einfach, das ist allgemein bekannt, glaube ich, Pelmeni. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Das ist so ein russisches Gericht der armen Leute, war das früher mal. Inzwischen hat es sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen etabliert. Und das ist, sind so gefüllte Teigtaschen. So ein bisschen die russischen Tortellini, kann man sagen. Boah, das klingt gut. Und die schmecken echt super. Muss man einfach sagen. Kann man immer wieder essen. Boah, das klingt echt gut. Es gibt auch in Köln. Die sind eh super. Es gibt in Köln einen Bringdienst, der die anbietet, so einen russischen. Mhm. Hab gerade vergessen, wie der heißt, aber der ist auch echt mega gut. Und das ist der einzige Bringdienst, wo das Essen wirklich schmeckt wie ein Restaurant, weil die liefern das auch direkt vom Restaurant. Krass. Ja, das ist echt ein Geschenk. Da bin ich sehr happy drum. Aber russische Lieferdienste gibt's irgendwie gar nicht so groß, ne? Nee. Leider nicht. Was isst man denn in Russland noch so? Ich kenne mich mit der russischen Esskultur gar nicht aus. Blini? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, dass ich das richtig betone. Ja, die kommen ja von den beiden Boxbrüdern. Ne? Hm? Von denen kommst du? Nee, was? Wie? Nee, die haben das ja irgendwie in Deutschland irgendwie etabliert, ne? Es sind doch diese Blinis. Ja, genau, ja? Die haben das etabliert, echt? Wusste ich gar nicht. Ja, das kennen doch die meisten nur durch die Glitschkos. Du hattest Mutter früher Blinis gemacht. Genau, die sind aber auch super lecker, vor allen Dingen mit Hackfleisch drin oder sowas. Boah, mega lecker. Yum, 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 yum. Also generell alles, wo Hackfleisch drin ist, kannst du ja nicht viel falsch machen. Ich glaube, ich habe ein Tempel jetzt gefunden gerade. Du hast aber nichts abgebaut im Tempel, ne? Nee, ich bin da nicht mal durchgelaufen, weil da stand nicht meine Kiste oder sowas. Das ist ja lusch, da gehe ich gleich wieder weg. Aber hier unten war es, unterm Tempel ist nämlich so eine riesige Höhle, da war es dann, glaube ich, auch nicht mehr. Mhm. Eieiei. No. Mal gucken, ich versuche mal hier, was ist das da? Silber? Platin. Hey, Platin. Platin ist auch mal gut. Das ist doch mal eine gute Frage. Habt ihr denn eigentlich in Bahamas, habt ihr dann Let's Eat gemacht? Natürlich. Da wollte ich ja eigentlich noch, ich weiß gar nicht, ob ich das mache, bevor diese Folge hier draußen ist. Ich wollte nämlich noch ein Foto veröffentlichen. Ich habe nämlich extra eins gemacht diesmal, wie der Table aussah. Let's Eats finde ich ja immer mit am lustigsten, muss ich sagen. Und das war, ich kann es versprechen, es war bis jetzt das härteste Let's Eat. Weil wir einfach, es war nicht unbedingt Bahama-typisch, aber die Sachen, die Bahama-typisch waren, boah, Alter. Manchmal fragt man sich auch, ich meine, klar, ich verstehe das, in manchen Ländern sind Sachen Spezialitäten. Ich frage mich halt nur, wie konnten die zu Spezialitäten werden? Weißt du? Hatten sie nichts anderes. Ich weiß es nicht. Also bei manchen Sachen, ganz ehrlich, da hätte ich mir lieber am Fuß gelutscht. Hätte ich ein erfüllteres Leben gehabt, als das Essen zu Dingen sind. Naja. Ich weiß auch, was isst man auf den Bahamas? Keine Ahnung. Ich könnte mir vielleicht, Fisch eher weniger, oder? Ja, wir haben ja so einen Typen gefragt. Also Fisch auch, Muscheln vor allen Dingen. Boah, nee. Und dann war da noch so ein Typ, Muscheln, Alter, mach ich auch gar nicht mehr. Das war so ekelhaft. Und dann war da noch so ein, hier liegt eine Tonne. Und noch ein Tempel. 84 Pixel in der Tonne. Da haben wir einen Typen gefragt, was man denn da jetzt so typischerweise isst. Und der meinte, Reis. Ja. Konnte man natürlich, mit Reis können wir kein Let's Eat machen. Und deswegen haben wir dann so halb amerikanisch eingekauft und halb bahamesisch oder was auch mal da rumflog. Und naja, das haben wir dann einfach alles gegessen. Und das war teilweise zu viel einfach. Klingt sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Das Lustige ist, wir waren ja diesmal nicht alleine da. Wir hatten das Studio 71-Team war ja mit dabei. So ein paar Kameraleute und Pipapo und ein Organisator, der dann für uns die Termine klar gemacht hat und so. Was so gesehen schon sehr praktisch ist. Uah, Alter. Warte, Kampf. So, das war der Kampf. Und die haben sich das Let's Eat hinterher angeguckt und da lag ich gerade flach. Ich hatte ja so einen kleinen Rückfall. Bis zur Rückreise auch. Das muss ich aber nicht großartig erzählen. Keine Sorgen machen, bitte. Niemand Sorgen machen. Ich lebe ja noch. Und ich konnte da nur rumkommern zu der Zeit. Und. Dann habe ich so aus dem Wohnzimmer gehört, wie sie ständig gelacht haben und dachte mir, ach scheiße, jetzt gucken die einen Film. Was gucken die wohl? Ach Mann, würde ich gerne mitgucken. Und haben sie mir hinterher erzählt, das war das Let's Eat. Und die haben echt oft gelacht. Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil ich nicht genau, man weiß aber selber nicht so genau, wie das ankommt dann. Also bei Let's Eat, kann man glaube ich sagen, die kommen immer gut an. Das ist auch immer mega lustig auf jeden Fall. Man ist aber immer so ein bisschen verunsichert, weil man nie weiß,
Ja, war das jetzt lustig und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, diesmal 2-3 Stunden oder so sogar. Boah. Also wir haben echt gut zugelangt. Muss man einfach mal sagen. Was ich mich bei Let's Eat, wo ich mich immer dran erinnern kann, ist, ich weiß gar nicht, wo warten die da gewesen? Auf jeden Fall war da halt so eine Konservendose, die dann irgendwie hochgeploppt ist. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das waren Sardinen. Ja, genau. Das waren die Sardinen. Ich glaube, diesmal hatten wir auch sowas in der Richtung dabei. Aber, nein, ich bin tot! Nein! Was? Ich habe zu viel gequatscht und zu wenig geheilt. Ich habe gerade nicht auf meine Gesundheit geachtet. Doof! Was? Nein, aber die Pixel werden ja eh gewiped. Also im Grunde genommen ist es ja eigentlich scheißegal. Und ich habe so viele Rohstoffe mitgenommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel das jetzt ist. Bist du noch oben? Ja, aber ich kann auch mal hochgeflogen so langsam kommen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sind wir denn? Also ich bin jetzt auch mal auf dem Schiff. Ich guck mal ganz kurz, wie viel... Ich leg erstmal die Waffe weg. Wie viele Items habe ich denn? Wie viel... Krams? 332 Kopperohr. Boah. Aber nur 13 Platin? Naja, 265 Silber. Also ist eigentlich schon ordentlich. 172 Kohle, naja. Ja, Kohle gab's hier echt wenig. Mhm, leider ja. Das ist eine Plattform. Wo habe ich denn noch? Wo sind die denn alle hier? Gold 163 immerhin. Titanium 259. Das ist auch nicht wenig. Also hat sich schon gelohnt eigentlich. Gute Ausbeute. Ja, so eine Folge Rohstoffe abbauen, da hat man eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster dann schon dabei. Ja, cool. Jetzt hoffen wir nur. So, ich flieg schon mal zurück, ne? Du kommst dann einfach, Wollen wir das mal ausprobieren? Wir werden doch eh gewiped. Ja, können wir mal machen. Dann setze ich mal kurz Koordinaten auf die Heimatbasis. Musst mir die Koordinaten vielleicht nur mal geben, dann in der nächsten Folge oder sowas, dass ich mal rüberfliegen kann mit meinem Schiff. Vielleicht geht das ja. Nicht, dass wir kollidieren. So, die Heimat war minus... Ja, auch lustig irgendwie. So ein Rennen machen. Minus 739, 65, 095. 095. Dann gebe ich dir einfach falsche Koordinaten und behalte alles für mich. Ja, Tobi, es wurde doch nicht gewiped, der Planet. Gebe ich dir einfach so einen ähnlichen Planeten, der so ähnlich aussieht. Mist, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wie das Sonnensystem hieß. War das Gamma Eta Crew Minoris? Ich hätte mir vielleicht noch den Planetennamen aufschreiben sollen. Hier ist Forest. Ein kleiner Forest-Planet mit einem Moon. Tja. Jetzt müsste ich eigentlich eine alte Folge anmachen und mal gucken, wie die Koordinaten waren, wie das Ding hieß. Das ist, Das ist mir zum Glück nur ein bisschen peinlich. Toll. Gamma Eta Crew Minoris 7a. Mhm. Soll mal einer sagen, ich bin nicht organisiert. Gamma Eta Crew Minoris 7a. So, zack. Und tschüss, Tobi, ne? Ja, tschüss. Fühlt sich das nicht doof? Wir sehen uns, ne? Ja, vielleicht. Fühlt sich das nicht doof an, wenn das Raumschiff gleich weg ist? Es ist immer lustig, das zu experimentieren. Ja, das stimmt. Ich hoffe, dass wir finden nochmal zueinander jemanden. So, hast du die Rohstoffe, hast du hier hinterlegt? 16 Titanium sehe ich da gerade noch, das ist sehr gut. 2 Diamanten nehme ich auch mal an mich, vorsichtshalber. Ja, ich habe so ein bisschen Erstausstattung habe ich hier auch mit dabei. Das ist gut. Die wirst du brauchen, ne? Mach's gut. Und ich habe die Mushrooms. Scheiße. Jetzt muss ich mir selbst Scheidenpilzgeschichten erzählen. So, ach Mist, du hast ja auch die Toilette. Ja. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Es pressiert. So, ich drehe in die Umlaufbahn ein. Aber weißt du, was echt strange ist? Aber du kannst ja sowieso auf mein Schiff beamen. Ist doch egal, wo das ist. Du kannst ja eh immer hinbeamen. Ja, ich weiß. Ja, ist toll. Hat sich voll gelohnt, voll aufregend, die Erfahrung. Boah, hey. Schön. Guck mal, wie gelb das im Hintergrund gerade ist. Warum? Ach, die Abendsonne rechts im Hintergrund. Heute ist Deutsche Posttag. Oh Gott. Hey, ein Vogel.
Der Bundespostplanet. Schnappt er sich noch schnell das Geld. Huch, jetzt auf einmal der Hintergrund wieder blau. Verstehe ich nicht. Ja, was machen wir? Ein paar Kisten bauen? Ja, ne, wahrscheinlich. Ja, was soll's. Scheiß der Papst im Wald. Natürlich. Ah, er lernt, der Affe lernt. So, die Frage ist nur, in welche Kiste... Ich würde sagen, wir bauen hier drüben nochmal Regale an, ne? Ach, warte mal, hier sind noch Kisten. Da ist noch ein bisschen Platz. Oh, hier war gerade Gold und... Ach stimmt, da hatte ich noch so ein paar Sachen abgelegt. Hier ist noch Platz auf jeden Fall. 1000 feiner Sand. Ich glaube, den feinen Sand können wir mal getrost in der Pfeife rauchen. Yo. Wir haben noch, wo ist denn die Rohstoffkiste erstmal? Hier drüben. Das ist diese hier, wo ich gerade davor stehe. Ah, sehr gut. So, da. Ditte und Ditte und Ditte. Kohle ist da nicht drin, aber Diamanten. Oh Mann, ey, das sind so viele schöne Rohstoffe. Das wäre so schade, wenn die einfach weg sind. Huch, da ist gar kein Silberohr drin. Also diese komischen Kristalle. Shiny Crystal! Meth. So, Sandstone-Block. Tschüss. Gravel, mach's gut. Boah, wir haben 1000 Goldohr. Goldohr. Wir haben 1000 Goldohr. 17 Holiday Spirits. Diese Holiday Spirits sind ja auch ein bisschen überbewertet. Ich glaube, die braucht man auch gar nicht mehr, ne? Ja, kann man sich zwar zwischendurch noch irgendwas Schönes craften. Hier sind die Kisten alle voll. Eigentlich braucht man die normalen Waffen eh nicht. Das reicht ja, wenn wir die grünen sammeln, oder? Ja, das stimmt. Oh, ich hab... Hier ist was mit DPS-Swing. 64. Also per Swing habe ich hier 75, aber DPS nur 50. Die behalte ich auch mal einfach, weil die gut aussieht, die Waffe. Und ansonsten schmeiße ich den Rest einfach mal weg. 13 Platinum-Ohr habe ich hier noch gefunden gerade. Hier ein so ein Sapling. Oh, die Saplings behalte ich mal, auch wenn die von so komischen langen Bäumen sind. Death Annoyance, ist glaube ich vielleicht sogar ganz gut. Saplings. Kurz mal abhusten. Ein Torture Bed. A torture bed, terrifying. Thank goodness for the pillow. So, was schmeiße ich da jetzt nochmal rein? Hier die zwei Waffen, dann haben wir da ein paar Waffen drin. Das bleibt natürlich auch so nicht das endgültige Lager, ne? Das ist ja klar, das ist ja momentan noch komplett unsortiert. Hier finde ich noch klar. Copperohr und Silberbar. Hoffen wir halt nur, dass wir die Chance kriegen, das noch richtig zu bauen. Ich hätte mich freuen. Wäre toll. Wo waren denn die ganzen Kisten drin? Du weißt das doch bestimmt. Die braunen Kisten weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, ich hab sie. Oder? Was ist die? Ich weiß nicht. Ja, doch. Sind die. So, hier ist alles voll. Ich hab ja der Tobi alle seinen Kram reingerotzt auch. Was? Ja, das sehe ich sofort. Ach, baust du wieder Kisten. Dann fange ich mal hinten an. Sugar. Barbed Wire lege ich auch mal rein. Ja, blaue Erde können wir wegschmeißen, ne? Brauchen wir nicht. Ja, habe ich auch gemacht. Und 5 Wooden-Plattforms, die kann man einfach auch weghauen. Die sind total wichtig. Window-Lantern. So, die Stimpacks behalte ich mal im Inventar, weil dafür hat man ja einfach einen Haufen. Irgendwo. So, la 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 la. So, das kann... Hier noch. Oh, jetzt habe ich die Blue Stimpacks schon irgendwo reingeschmissen, glaube ich. Und hier habe ich noch so einen komischen Pulse Jump. Brauchen wir eh nicht. So, Sapling noch rein und wo war die... Wo war die Rohstoffkiste? Hier ist auf jeden Fall
noch ein bisschen Gekrempel. Das tue ich dann mal mit in die Rohstoffkiste. Die Kohle lasse ich mal da drin. Was hast du mit den Stimpaks gemacht? Die sammle ich gerade, damit ich die in die Stimpak-Kiste, sollte ich die jemals finden. Oh Gott. Ey, 69 Gehirne liegen herum. Wo war denn jetzt die Rohstoffkiste nochmal? Hier. Hm? Hier unter mir. Tatsache. Ach, ich war ja schon dran. Naja. 175 Kupfer und 177 Silber haben wir da gar kein Ding drin, ne? Nee. Silberohr haben wir das. Ach nee, stimmt. Ach nee, ist 1000. 1000 ist schon voll. Oh. Ja, dann lege ich das jetzt einfach irgendwo anders rein. Ja, bupp. Und auch die Stimpaks packe ich einfach irgendwo anders rein. Das wird schon irgendwie gehen. So. Tja, die Frage ist: Machen wir uns jetzt nackig oder was machen wir? Wir machen uns nackig und. Tobi? Willst du nicht noch was auf deinem Schiff Tobi. Holen oder so? Du bist der schlauste Roboter, den ich jemals getroffen habe. Wieso steht da jetzt ein ekelhaftes Klo im Wohnzimmer? Also, dieser Roboter hat er gerade das ganze Inventar ausgeklumpt, aber das vollgeschissene Klo hat er noch drin gelassen extra. Toll, das ist beruhigend auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, was machen wir denn in dieser Folge? Was machen wir überhaupt und wieso und warum? Ja, ich weiß es nicht, was wir jetzt machen. Ob wir noch eine Folge aufnehmen oder ob wir, ja, einfach jetzt der Dinge harren, die da so auf uns zukommen. Ja, vor allem, wenn wir jetzt noch eine Folge aufnehmen, was machen wir dann? Wir sind jetzt wieder auf dem Heimatplaneten. Jetzt könnten wir theoretisch... Komm, das überlegen wir uns gleich in der Aufnahmepause. Genau, und dann sitzen wir hier. Bis an unser Lebensende. Genau, genau, genau. Ja, du, Tobi... Hm? Warst du schon mal so richtig verliebt? Diese und ähnliche Fragen stellen wir uns in der nächsten Folge Starbound. Tschüss. Dr. Sommer Edition. Ach, schön einfach.